Also wir sind heute Morgen um 6:30 hat der Wecker geläutet. Dann haben wir um 8 Uhr morgens einen Morgenlauf gehabt, ca. eine halbe Stunde. Anschliessend konnten wir frühstücken, zum Morgen essen. Dann ein bisschen Zeit im Zimmer bis am 10 Uhr. Dann haben wir den Stabi gemacht mit Kraft. In zwei Gruppen. Also eine Gruppe war am Kraftmachen im Fitnessraum. Und die andere Gruppe war auf dem Platz. Also am Morgen nur Passspiel und Rondo. Circa eine halbe Stunde auf dem Platz und eine halbe Stunde im Fitness. Dann haben wir Mittagessen. Alle zusammen um 12:30 Uhr. Zimmerruhe. Anschließend haben wir ein bisschen Zeit verbringen im Zimmer. Dann am Nachmittag um 3:30 Uhr haben wir das zweite Training gehabt, wo es mehr um die taktischen Sachen war, taktisch-defensiv. Wir hatten zuerst Aufwärmen gehabt, im Mittelkreis mit Ball, dann defensiv taktische Sachen angeschaut, wie wir verteidigen und Pressing spielen wollen. Und am Schluss haben wir noch ein Spiel gemacht mit zwei Mannschaften. Und jetzt haben wir gerade zu Nacht gegessen und dann haben wir dann noch ein Meeting über die taktischen defensiven Sachen und dann gehen wir noch langsam ins Bett, weil es ein langer Tag war und haben noch eine lange Woche vor uns. Ja.